Die Zeit ist leider schon um. Und pass gut auf Mama auf. Sag ihr, ich hab sie lieb. Das mache ich. Und danke, Vito. Wiedersehen. Oh. Los, los, Skeletter! Eure Scheißhäuser putzen sich nicht von allein! Also irgendwie hat unsere Schwester nur ein Outfit, habe ich das Gefühl. Okay, ja, muss ich schon wieder kämpfen. Irgendwie habe ich gerade keine Lust mehr auf Kämpfen. Ich würde gerne mal wieder hier raus aus dem Knast. Okay, hier kann ich wieder nicht durch. Ach je, hier liegt auch nichts rum. Nö. Ist alles ein bisschen linear gerade. Ach, guck da. Guck mal, habt ihr wieder was. Oder? Nee, ist das kein Heft? Nein, nicht? Komisch. Ich dachte, das wäre ein Heft. Zum Sammeln, dann hätte ich euch jetzt noch was gezeigt hier. Mm. So, hi. Na? Mein Gott. Ich wollte dich umarmen. So, dann gehen wir mal gucken hier. Okay. Schön. Immerhin haben die alle was an. Das ist schon mal was. So, ich guck mal, ob die hier auch irgendwas fallen gelassen haben. Haltet jetzt die Klappe! Und zwar alle! Nur die Ruhe, ich wollte nur die Stimmbänder ein wenig ölen. Oh Gott. So. Muss ich jetzt hier ran, oder was? Oh, yeah. Pfui, Deibel noch mal. Mach die zwei Pissoirs sauber. Okay. Uah. Der ist mir ein bisschen unheimlich. War klar. Pisst der uns jetzt an, oder was? Hey, das ist immer noch voller Dreck. Putz das nochmal. Damit er wieder da reinpisst, oder was? Passend zum Kloputzen ist Inisra wieder da. Okay, das reicht. Jetzt darfst du mit dem restlichen Kroppzeug unter die Dusche gehen. Vorwärts. Und dann kommt er hinterher, oder was? Klamotten runter und ab unter die Dusche, wenn ich bitten darf. Muss ich jetzt... Oh. Muss ich jetzt hier auch noch Leute verkloppen, oder was? Die mir hier an den Kragen wollen, wenn ich unter der Dusche bin? Ist die Frage, welche Dusche ich nehmen soll. Die wahrscheinlich. Wieso dauert das so lang? Bewegt eure Arsche! Hey, Frankie. Wir haben hier noch eine Kleinigkeit unter Männern zu erledigen. Geh raus und rauch meine Kippe. Geht klar. Amüsiert euch gut, ihr perversen Säcke. Mhm. Ich finde deine Narben ziemlich aufregend, mein Hübscher. Woher hast du die? Tut mir leid, Schwuchtel. Du hast dir den falschen Arsch ausgesucht. Wir können's auf die sanfte Tour machen. Oder auf die harte Tour. Such's dir aus. Ich geb dir einen Rat. Fick lieber deine Knastschwester. Oder noch besser.
besser. Fick dich selbst. Okay. Ich mag sowieso lieber hart. Ja, langsam wird's irgendwie albern. Also albern im Sinne von, es ist echt ein bisschen viel hier in Sachen rumschlagen. So, Nummer 1 ist down. Was will der jetzt hier? Auch irgendwas? Ah, war klar. So. Hey, hey, Moment! Was zum Teufel geht hier ab? Und wo ist Frank? Schön, dass ich jetzt hier wieder dafür leiden muss. Nein, nicht mit. Du kennst das ja. Oh, und das ist heute für dich gekommen. Wirf mal einen Blick drauf. Könnte wichtig sein. Mhm. Mama war gestorben, während Francesca mich besuchte. Oh. Statt für einen guten Arzt und ein Hochzeitsgeschenk ging jeder Penny, den ich besaß, für die Beerdigung drauf. Mr. Galanti will dich sprechen. Komm mit. Schön, dich zu sehen. Was ist passiert? Die Iren wollten ihre Chancen verbessern. Ein paar von ihnen haben Pepe gestern aufgelauert. Das waren mehr als nur ein paar. Wir sollten ihm diese Scheiße nicht durchgehen lassen. Was habt ihr denn vor? Pepe hat sich was ausgedacht. O'Neill trainiert gerade. Und zwar Mutterseelen allein, hinten bei den Hanteln. Keine Wachen, weit und breit. Prügel die Scheiße aus ihm raus. Brich ihm ein paar Knochen, wie sie es bei mir gemacht haben. Alles klar? Ja, alles klar. Na dann, komm mit. Hals- und Beinbruch. Okay. Hier schmiere. Wenn Wetter kommt, gebe ich laut. Okay. Dann los, zeig's ihm. Also ich würde sagen, der Kampf noch und dann werde ich den Stream für heute erstmal ausmachen. Hey, O'Neill. Ich habe ein Wörtchen mit dir zu reden. Das trifft sich gut. Ich mit dir auch. Komm her, Tussi! So, okay. Von wegen. Reicht's dir? Diesmal sind keine da. Nochmal. Fester. Jetzt gebe ich dir den Rack. Ganz nett, Tussi. Nochmal, du Knirps. Meine Ma hat mich schlimmer vermöbelt. Ja, hast du nicht drauf? So, war's das schon? Scheiße, bist du aus Beton? Da musst du dich schon mehr ins Zeug legen, Süße. Du weißt doch, was ich noch zu tun hab, Dennis. Ach, noch eine Runde. Mal reite ich dir. So? Oh, okay. Das ist uncool. Ah.
Halt deine Fresse. Oh. Schön. Es wurde alles geregelt. Sie haben nie herausgefunden, wer es war. Leo kannte die richtigen Leute und ließ mich in seine Zelle verlegen. Naja, es war eher eine Suite. Das Leben wurde von Minute zu Minute besser. Und Vito, was hast du vor, wenn du aus diesem Drecksloch rauskommst? Weiß ich noch nicht. Eins steht jedenfalls fest, ich arbeite nicht wieder für Clementi. Ja, halt dich am besten von dem alten Schweinehund fern. Glaub mir, Alberto ist nur ein dummer Wichser. Und den Anwalt hat er dir garantiert nur spendiert, damit er aufpasst, dass du nicht singst. Aber keine Sorge, das wird ihm noch leid tun. Leute für Geld in die Familie aufzunehmen, das verstößt gegen unser Gesetz. Ich bin gespannt, wie er das begründet. Muss er das? Ich dachte, Clementi ist der Boss. Du hast offenbar keine Ahnung, wie der Laden läuft. Pass auf, es gibt mehr als eine Familie in Empire Bay. Es gibt drei. Und jede kontrolliert ihr eigenes Gebiet. Für alle gelten dieselben Gesetze. Und wenn es Unstimmigkeiten gibt, treffen sich die Familienbosse und klären die Sache. Auf höchster Ebene. Na toll, heißt das, ich krieg auch Ärger? Nein, 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 wie kommst du denn darauf? Du bist jung, hast Krebs und du kannst deinen Mund halten. Du bist genau die Sorte Mann, die jeder gern in seinen Reihen hat. Ja, aber ich kenne die anderen Typen nicht mal. Neben Clementi gibt es noch zwei Bosse. Der eine ist Carlo Falcone, der andere Frank Vinci. Carlo ist jung und ehrgeizig. Der Kerl ist völlig durchgeknallt. Ja, das auch. Ein Emporkömmling, während Don Vinci ein Ehrenmann ist. Er hält auf Tradition. Sie kennen die beiden? Tja, könnte man sagen. Ich bin Frank Vincis Consigliere. Ein normaler Rentner kann sich sowas kaum leisten. Weißt du was, Vito? Ich komme in ein paar Monaten raus. Und dann sehen wir mal, ob wir an deinem Strafmaß was drehen können. Pepe, komm her. Probier mal. Kapitel 7. In Gedenken an F. Potenza. Empire Bay, 10. April 1951. Oh. Rock'n'Roll. Galanti hatte nicht so viel versprochen und dafür gesorgt, dass ich früher rauskam. 3,5 Jahre früher, um genau zu sein. Joe hatte mich regelmäßig besucht und mir erzählt, was sich draußen so alles abspielte. Aber als ich dann durch das Gefängnistor ging, kam ich mir vor wie in einer anderen Welt. Und ich habe immer noch die gleichen Anziehsachen. So, besuche Joe ist die nächste Aufgabe. Schlagen kann ich immer noch. Oh. Hallo. Hey Kumpel, Ende des Gesprächs. Oh. Ich wollte eigentlich diese gute Frau anmachen, aber naja, raushauen geht natürlich auch aus der Telefonzelle. Gucken wir mal. Aber ich habe immer noch keine Nummer, die ich anrufen kann. Okay. So, das heißt, ich werde jetzt schon mal in Richtung Joe gehen. Entschuldigung. Entschuldigung. Was denn? Das unterbinden. Was genau? Die Kinder. Schön. Ja, ich gehe jetzt schon mal zu Joe und dann werde ich, wie gesagt, morgen weiter. Nee, nicht morgen. Weiß ich nicht, wann weitermachen. Schauen wir mal. Oh, guck mal hier. Elvis ist auch da. Hallo. Tag. Was steht der denn hier so? Erwartungsvoll. Man weiß es nicht. Genau, so reise ich meine Bekanntschaften aus. Auf. Ich hau die Leute aus Telefonzellen raus. So, guck mal, hier wird doch schon Oh. Oh Gott. Du stehst mir im Licht. Ich stehe dir im Licht? Ich glaube eher, du hast hier Probleme anderer Art. So, gucken wir mal. Was hier noch geht. Vito! Hey! Bist du ausgebrochen? Schön, dich in normalen Klamotten zu sehen. Endlich wieder auf der richtigen Seite des Gitters, hä? Willkommen zu Hause. Komm rein!